Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr richtig Wäsche wascht bzw. hier die Waschmaschine bedient und das richtet sich natürlich vor allem an Anfänger. Diese ganzen Sachen hier, die braucht ihr erstmal nicht, da gehe ich später noch drauf ein. Wichtig ist, im ersten Schritt solltet ihr eure Wäsche in eurer Wohnung sortieren und zwar in zwei Stapel. Ich habe hier zum Beispiel das, was am meisten vorkommt, eine 40 Grad Wäsche und zwar Buntwäsche. Bunt heißt auch schwarze Sachen. Die hier einfach auf dem Haufen und dann auf dem zweiten Haufen 60 Grad Wäsche. Was ist hier der Unterschied? Bei der 40 Grad Wäsche haben wir hier zum Beispiel T-Shirts, Pullover, Funktionssachen für den Sport oder auch irgendwelche Jacken, Jeans, T-Shirts. Das ist alles 40 Grad Wäsche, also quasi das meiste von euch. 60 Grad hingegen ist zum Beispiel sowas wie Handtücher oder auch Unterwäsche, Socken, Geschirr. Lappen oder so, das ist alles dann 60 Grad, das ist aber ein bisschen weniger. Und ich möchte jetzt hier eine 40 Grad Wäsche machen, also habe ich hier meinen Stapel soweit und muss den nun hier reintun. So, die Wäsche hier ganz locker einfach in die Trommel rein. Man sieht hier oben, passt noch ganz gut eine Hand rein. Es soll sich hier auch schön drehen lassen, also nicht so richtig reinquetschen, aber auch nicht so wenig. Also man sieht hier oben so ungefähr eine Handbreite, passt hier ganz gut rein. Und dann können wir das Ganze hier schon mal soweit fest zumachen. Nun geht es auch schon ans Waschmittel, was dann hier in unseren Waschmittelbehälter ganz links mit der Nummer 2 eingefüllt werden muss. Und da braucht man eigentlich nur so ein Colorwaschmittel und dieses hier ist zum Beispiel für 30, 40, 60 Grad geeignet. Also wir machen jetzt eine 40 Grad Wäsche, da wäre das optimal geeignet und auch für unsere Unterwäsche und Handtücher zum Beispiel mit einer 60 Grad Wäsche würde das auch passen. Und hier sehen wir auch schon diese Tabelle für die Dosierung. Und zwar müsst ihr erstmal rausfinden, wie denn bei euch, wo ihr wohnt, die Härte des Wassers ist. Bei mir ist das hier zum Beispiel hart. Also muss ich 50 Milliliter von diesem Waschmittel nehmen, wenn meine Wäsche hier zum Beispiel nur leicht verdreckt ist. Und das passt eigentlich meistens. Das bekommt ihr hier mit der Wasserhärte ganz einfach bei euren Stadtwerken raus. Einfach googeln euer Ort und die Wasserhärte und schon findet ihr da entsprechende Ergebnisse. So, ich habe mir hier dieses Waschmittel schon mal soweit abgefüllt in so ein extra Glas. Ich habe hier ein Waschmittel in Pulverform. Das kann man hier zum Beispiel mit so einem Löffelchen, die gibt es bei der IKEA oder so, 100 Milliliter steht da drauf, einfach so rausnehmen und dann hier eben entsprechend einfüllen. 100 Milliliter passt hier rein, 50 Milliliter brauche ich, also sprich so ein halbes Teil hier mache ich jetzt mir dann voll. Es gibt das Ganze natürlich hier auch in flüssiger Form, wäre auch eine Möglichkeit. Beides hat so Vor- und Nachteile, schreibe ich unten in die Videobeschreibung nochmal der Vergleich von diesen beiden. So, mein Löffelchen habe ich hier gerade eingefüllt in das linke Fach, hier sieht man mein Waschmittel drin. Und nun könnte ich jetzt noch in das mittlere Fach mit dieser Blume drauf einen Weichspüler. Der sieht so aus hier zum Beispiel, könnte ich den auch noch mit einfüllen, macht man aber eigentlich bei so einer gemischten Wäsche, wo zum Beispiel auch Jeans oder so mit drin sind, nicht, weil das greift zum Beispiel eine Jeans auch an oder auch irgendwelche Lederapplikationen kann so ein Weichspüler angreifen. Das macht man eher zum Beispiel bei Handtüchern, die schön weich sein sollen. Aber zum Thema Weichspüler auch nochmal und was in der Videobeschreibung. Ansonsten muss ich hier nichts weiter einfüllen. Das hier wäre zum Beispiel ein Fach für ein Vorwäschemittel, aber das braucht man in der Regel nicht. Dann mache ich hier das Ganze einmal zu und nun muss ich hier noch mein Programm wählen. Hier gibt es ganz viel zur Auswahl, aber meistens braucht man eben nur 60 Grad Wäsche und 40 Grad Wäsche und da nimmt man eben meistens diese Eco-Programme, die dann zum Beispiel ein bisschen länger laufen, dafür aber weniger Hitze benötigen. Da nimmt man die eben meistens und in dem Fall habe ich eben 40 Grad. Ich stelle das hier einmal ein. Und dann kann ich eigentlich schon mein Programm hier starten. Und das Ganze läuft nun hier in meinem Fall etwa 2 Stunden. So, hier den Weichspüler und das Colorwaschmittel haben wir jetzt schon mal kennengelernt. Das braucht man am meisten. Dann habe ich hier zum Beispiel noch ein Vollwaschmittel. Das ist speziell für weiße Wäsche. Also ihr solltet eure Buntwäsche nach 40 und 60 Grad teilen, aber auch nochmal einen Haufen für die Weißwäsche, falls ihr eben viel Weißwäsche habt. Denn wenn man die zusammen mit bunter Wäsche zusammenlegt hier in unsere Waschmaschine rein, dann verliert ihr eben an der Strahlkraft und an der schönen Weißheit.
Und dann gibt es hier zum Beispiel noch sowas, ein spezielles Mittel für Wolle und Seide, was dann nur per Hand zum Beispiel gewaschen wird. Das steht dann aber auch bei jedem Kleidungsstück nochmal auf dem Etikett, wie das dann gewaschen werden muss. Also falls ihr jetzt zum Beispiel einen Wollschal habt, das ist dann was sehr Spezielles, dann hier zum Beispiel so ein Waschmittel nehmen. Aber ich denke, 95% könnt ihr eben hier mit diesem ganz normalen Color-Waschmittel abdecken. Und zu guter Letzt stelle ich euch noch das hier vor. Das ist so ein Wäschenetz, zum Beispiel für solche Abschminktücher, irgendwelche kleinteiligen Sachen, die am besten hier in so ein Netz rein, dass sie eben zum Beispiel nicht irgendwo in der Trommel verloren gehen. Das ist so der letzte Tipp. Ansonsten seid ihr hier jetzt eben soweit fertig. Wie gesagt, meistens Colorwaschmittel, 40 oder 60 Grad. Und dann ist die Sache ganz einfach erledigt. Nachdem hier die Wäsche dann durchgelaufen ist, einfach raus und aufhängen. Und fertig seid ihr. Ja, so einfach kann es gehen, so einfach kann man hier eben waschen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss.